Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Get Even. Einmal Kippchen. Dann werden wir uns hier mal weiter umsehen. Guck mal, was hier auf der Karte verzeichnet ist. Sieht mir schwer nach Serverräumen aus. Und hier kann ich sogar was machen. Turns out you didn't just steal the corner gun. You destroyed their servers, erased their data, wiped the corner gun from existence. You're good at your job, Mr. Black, I'll give you that. Well, this Robert Ramsey must have paid well. Also es ist jetzt nicht so, als ob ich da jetzt großartig irgendwie wüsste, was Sache ist. Was ist das jetzt, Hölle? Das verstehe ich jetzt nicht. Ach so, das ist ein anderer Waffentyp. Vorher war eine 9mm drauf und was haben wir jetzt drauf? Da hinten ist vor allem eine Wache. Super. Ein Hawk. Jetzt wird es, glaube ich, nicht mehr so leise vonstatten gehen. I'm afraid I've been watching you since the moment you entered the building. Your work is impressive, but the show is over. You have my property, and I want it back. Nothing personal, you understand. Security. Kill him. Traut euch ruhig. Sind die alle unten oder was? Jetzt mal wohin, wo ich ein bisschen mehr Überblick habe. Die scheinen alle unten zu sein. Gar nichts. Das schon eher. Okay. Dann tauschen wir mal die gegen die Silencer aus. Also, schade. Ich hätte gedacht, ich kann die nochmal als separate Waffe mitnehmen, aber nein. Wollen es nicht zulassen. Hier ist jetzt zumindest alles offen. What are you doing, Mr. Black? What do you mean, what am I doing? I'm chasing Howard. No, we have nothing to gain by changing this memory. I'm pulling you out. Okay, können wir nicht. Gut. Stabilizing rhythms, messing full insulin system flood.
That's it. Stay with us, Mr. Black. I'm pulling you out. I thought this was a simulation. I was there. I could feel it. The pain. It felt real because your mind perceived it to be. Injuries sustained within the Pandora will have the same effect on your brain as those sustained without. Now, stop thinking, Mr. Black. Clear your mind while I bring you out. Mhm. Ich hoffe, das Spiel bietet noch Kleid zum Ende hin. Bis jetzt bin ich nur verwirrt. Ja, Ladezeiten könnten ein bisschen kürzer sein, ja, oh mein. Dafür lädt es ja zwischendurch eigentlich nie. Oder man merkt es zumindest nicht. Immer nur, wenn Abschnitte gewechselt werden. Das kann ich hinnehmen, das ist okay. Oh Christ. I feel like I'm gonna throw up. Oh, ich kann mich hier nochmal umgehen, ist gut. It will become easier the more we proceed. If it helps, I have prepared a little gift for you. What are you talking about? Outside in the corridor. You see the lines of computer code. All the ones and zeros. Please, approach and proceed. Not that again. Advanced Defense Strategie wird ein brandneues Projekt höchstwahrscheinlich bald enthüllen. Der neue Waffenlieferant, der größte Waffenlieferant Großbritanniens, Advanced Defense Strategie, hat die Enthüllung eines neuen Projekts angekündigt. Gerüchten zufolge handelt es sich dabei um eine Weiterentwicklung des legendären Periskopgewehrs. Viele unserer Leser wissen, worum es sich dabei handelt. Das Periskopgewehr ermöglicht es dem Nutzer, sicher in Deckung zu bleiben und präzise um Ecke zu schießen. Bis zur Bestätigung dieser Gerüchte könnte noch einige Zeit vergehen. Sollte ADS allerdings an vergangenen Erfolgen anknüpfen, wird diese Enthüllung im wahrsten Sinne des Wortes umwerfend. Das hatten wir definitiv noch nicht. Das weiß ich jetzt gerade nicht. Das hatten wir, glaube ich, schon. Seit der Gründung in den späten 90ern ist Advanced Defense Strategie innerhalb kurzer Zeit zu einer der führenden Hersteller kleiner Feuerwaffen in Großbritannien avanciert. Zu Beginn des Geschäftsjahres 2007 ist das Unternehmen zum viertgrößten Rüstungsunternehmen in Europa aufgestiegen. Es wurde 1998 von Roger D. Howard, einem früheren Militär, gegründet. Der ehrgeizige Geschäftsmann sagte der BBC, dass es schon immer ein Traum war, bahnbrechende Computertechnologien mit neuesten Ingenieursleistungen zu vereinigen, um die Waffen der Zukunft zu erschaffen. Des Weiteren sagte Howard, meiner Meinung nach sollten, sowohl Waffen als auch Verteidigungssysteme absolute Vorreiter des technischen Fortschritts sein. Nehmen Sie beispielsweise das Internet. Es wurde im großen Umfang von der US Army genutzt, Jahrzehnte bevor es für die Allgemeinheit zugänglich wurde. In bestimmten Kreisen wird das World Wide Web sogar bereits als ein Museumsstück angesehen. Ich denke, das allein demonstriert die Rolle der Waffenhersteller. Wir zeigen der Menschheit, welche Richtung wir einschlagen, und wir zeigen ihr die Zukunft, eine sichere Zukunft. Weiter auf Seite 12. Aber da geht nichts weiter. Gut. Die Erinnerung ist jetzt zerbrochen. Was haben wir da noch? Das ist doch das Mädel, oder? Das dürfte die vom Foto sein. Ich kiek doch glatt mal nach. Wie ging denn das jetzt nochmal? Handy. Memories war das. Ach, ist sogar gleich drin? Nee, ist es nicht. Ah, vielleicht können wir es gleich noch mit reinnehmen. Ne. Gut. Was könnte schon sein? Ja. Würde ich doch auch mal sagen, es geht langsam weiter. Hier haben wir nichts Neues mehr, oder? Die Sachen habe ich mir, glaube ich, schon alle angeguckt. Bin mir nicht ganz sicher.
Da ist noch was, wo ich nicht weiß, ob ich es schon habe. Neue ADS-Waffe. Wir arbeiten bereits seit 14 Monaten mit großem Erfolg an unserem neuen Projekt. Dieses neue Projekt wird völlig neue Möglichkeiten im Antiterrorkampf und der urbanen Kriegsführung eröffnen. Die Corner Gun ermöglicht es, mit einer stationären Waffe um Ecken herumzuziehen und zu schießen und reduziert so die Gefahr für den Nutzer auf ein Minimum. Sie enthält eine Mini-HD-Kamera, standardmäßig mit Infrarot- und Nachtsicht und einen abnehmbaren, verstellbaren Bildschirm. Die Corner Gun bietet dem Nutzer die Möglichkeit, aus beinahe jeder Position zu beobachten, mittels Live-Feed und zu feuern. Der Live-Feed kann auch an ein zweites Einzelgerät übertragen werden oder Anzeigegerät übertragen werden, wie einem Kommandoposten oder Kontrollraum, und erlaubt so größere Entfernung und Sicherheit. Der vordere Bereich der Corner Gun kann 60 bis 90 Grad in jede Richtung verdreht werden, und das CSP-Modell kann Panzerfaustgeschosse abfeuern. Ach du Scheiße. Kann volle 90 Grad gedreht werden und schützt so den Nutzer vor Druckwellen der Raketen. Diese Eigenschaften ermöglichen dem Nutzer vor der Druckwelle, dem Nutzer das Anbringen einer breiten Palette von Feuerwaffen. Dazu gehören unter anderem Handfeuerwaffen, Granatwerfer, Scharfschützengewehre. Die Waffenausrichtung ist präzise, leicht zu bedienen und kann innerhalb von Sekundenbruchteilen wieder eine gerade Stellung gebracht werden. Erwähnenswert ist ebenfalls die Möglichkeit, dank der HD-Kamera mit dem Gerät Situationen mit hohem Gefahrenpotenzial aus sicherer Position zu überwachen. Nach jetzigem Stand wird das Produkt innerhalb der nächsten 4 bis 6 Monate Marktreife erreichen. Sie erhalten in Kürze weitere Informationen. Okay, da kann also noch ein bisschen mehr drauf auf die Knifte. Das ist aber schon heftig, muss ich echt mal sagen. Das hatten wir, glaube ich, alles. Ich guck trotzdem mal vorsichtshalber drauf. Das haben wir, glaube ich, doch noch nicht gehabt. Advanced Defense Strategy begegnet nach der Enthüllung geleakter E-Mails mit vertraulichen Informationen über ihre fragwürdigen Kundenbasis schwere Sicherheitsprobleme. Nachdem ein nicht identifizierter Eindringling letzten Monat eine Sicherheitslücke ausnutzte, um in die Haupteinrichtung von ADS einzudringen, wird das viertgrößte Rüstungsunternehmen Europas mit neuen Bedenken über die Sicherheit seiner Online-Daten konfrontiert. Die geleakten Mitarbeiter-E-Mails, die anonym an die Presse geschickt wurden, enthüllten 12 der bisher unter Verschluss gehaltenen Überseekunden von ADS, darunter auch Verträge mit vermuteten Terroristenorganisationen. Der CEO von Advanced Defense Strategy, Roger Howard, nahm gegenüber der Presse Stellung. Unser Geschäft und unsere Kundenbasis sind streng vertraulich und wir werden alles daran setzen, dass das so bleibt. Wir haben bei ADS einen sehr strengen Kodex, mit dem wir Geschäfte tätigen. Jegliche Anschuldigungen über Verträge mit Terroristen entbehren jeder Grundlage. Später fügte er hinzu, unsere Privatsphäre wurde auf völlig inakzeptable Weise verletzt und ich werde nicht ruhen, bis die verantwortlichen Parteien zur Rechenschaft gezogen wurden. Bis dahin können sich unsere Kunden und unsere gesamte Mitarbeiterschaft auf meine Unterstützung verlassen. Ungeachtet, ob sich die Anschuldigungen als wahr herausstellen oder nicht, werden Roger Howard und ADS in nächster Zeit noch mit einigen Schlagzeilen rechnen müssen. Okay. Dann gucken wir uns den auch noch an. Hallo Christian, tut mir leid, dass ich erst nach einer Woche auf deine Mail antworte, aber wir machen hier bei ADS gerade einen Shitstorm durch. Und naja, wenn du in den letzten 5 Tagen die Nachrichten gesehen hast, kannst du dir den Rest wahrscheinlich denken. Jemand hat nicht nur unsere Entwürfe gestohlen und die Server komplett geleert, sondern auch über 500 E-Mails geleakt, auch welche von Roger. Würde mich nicht überraschen, wenn wir nach dieser Sache in die Brüche gehen. Also, die ganze verdammte Firma, das ist keine Übertreibung. Christian, gestern hat sich Roger 6 Stunden mit einer geladenen Waffe in sein Büro eingeschlossen, aber
um meine Probleme mal kurz beiseite zu stellen, ich bin nicht sauer, dass Cole und du es nicht zu unserem Jahrestag geschafft haben. Cole ist im nächsten Monat soweit, richtig? Das verstehe ich völlig, aber ich würde auch euch gerne besuchen, wenn ihr dann zu dritt seid und sich die Wogen hier etwas geglättet haben. Liebe Grüße, Eva. Da geht's dann in den nächsten Abschnitt, würde ich mal sagen. Hier kommen wir nicht raus, oder? Nee, wir müssen in den nächsten Abschnitt. Leute, es geht dann hier Schlag auf Schlag, allerdings das erst im nächsten Part. Ich bin selber neugierig und sage an dieser Stelle, macht das mal gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.